Ja, moin. Herzlich willkommen zu unserem angekündigten Ausrüstungsvideo für Extremmärsche. Ihr seht, der Tisch hier vor mir ist schon ganz gut voll. Nicht alles in der Menge brauchen wir, aber es ist so eine Übersicht von den Dingen, die ich je nach Marschlänge dabei habe und auch je nach Wetter anziehe oder zu Hause lasse. Das stelle ich euch einfach alles der Reihe nach einmal vor. Und erkläre ich auch, warum das Sinn macht oder auch nicht. Und wie viel man vielleicht auch als Ersatz so dabei haben sollte. Ja, wo fangen wir da jetzt am besten an? Als allererstes vielleicht einmal mit dem, was ihr auf dem Rücken tragt. Nämlich der Rucksack. Der liegt hier. Wenn ich den da so rauskriege. Ja. So, also wir haben hier den Rucksack von Decathlon, den Quetscher, und zwar den 20 Liter Rucksack, der eine recht verstärkte hintere Rückseite hat und hier auch nochmal so Schulterpolster, die den Tragekomfort deutlich erhöhen, ermöglichen, dass hier so ein bisschen Luft durchkommt. Das habt ihr hier in der Innenseite auch nochmal, damit das auf der Hüfte, wo ja der Großteil des Gewichts vom Rucksack nachher sitzt, möglichst nicht zu sehr drückt oder schabt. Die Gurte, die könnten noch ein bisschen besser gepolstert sein, finde ich. Und je nachdem, wie die hier so auf euren Körper passen, wenn man lange läuft und dann auch immer wieder mit den Armen natürlich arbeitet, dann fängt das hier manchmal irgendwann ein bisschen an zu schaben. Das könnte besser sein. Ansonsten aber für den Preis, den das mal gekostet hat im Vergleich zu Markenherstellern, durchaus ein Produkt, was man für den Anfang auf jeden Fall empfehlen kann. Wichtigst dabei ist, wenn ihr euch einen Rucksack zulegt, dass der einen Bauchgurt hat, einen Beckengurt. Denn wenn ihr nur die Schultergurte habt, das zieht dermaßen an den Schultern, das tut schon nach wenigen Kilometern zu Verspannungen führen und auch entsprechend ein bisschen weh. Also wichtig, Beckengurt, sodass das Gewicht möglichst auf den ganzen Körper verteilt wird und er auf der Hüfte liegt. Dazu ein Gurt, der hier die Schultergurte miteinander sich verbinden lässt. Damit zieht das nicht so nach außen und entspannt damit auch noch mal ein bisschen. An diesem Rucksack habe ich hier auch die Halterung für mein Garmin-Navigationsgerät. Das ist meine Erstnavigation. Da kommen wir später noch dazu. Was hat der Rucksack sonst an Möglichkeiten? Einmal natürlich, klar, die Trophäen müssen mit. Man hätte hier auch die Möglichkeit, in diesem Netz noch etwas bei und mitzuführen, was man relativ oft benötigt. Mal wenn es frisch ist im Wald oder sonnig draußen, dann kann man da seine Überjacke mit reintun. Was ganz praktisch ist, wenn wir von unten anfangen, es hat hier unten noch einen Reißverschluss. Der geht schon gar nicht mehr so ganz so gut auf. Den habe ich jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre in Nutzung. Damit kann etwas, was ganz weit unten im Rucksack liegt, genutzt und schnell verfügbar sein. Üblicherweise kommt da meine Hülle rein, nämlich die Wetterschutzhülle vom Rucksack, denn nichts ist schlimmer, als wenn es anfängt zu regnen. Euer Rucksack ist üblicherweise nicht ganz wasserdicht und damit kann es euch passieren, dass ihr den schnell mal einpacken müsst. Also kommt das hier unten rein, könnt aber auch alles andere mit reinlegen, was ihr schnell verfügbar haben wollt. Innen ist das Fach relativ groß. Gucken wir mal, dass ihr da ein bisschen reingucken könnt. So, das heißt, da passt eine ganze Menge rein und man kann das Ganze natürlich dann auch noch entsprechend schön zusippen, damit das dann auch möglichst wetterfest verstaut ist. Kappe drüber, zumachen, fertig ist der Lack. Im Rucksack selbst für so die wichtigen kleinen Dinge wie ein bisschen Geld, falls man mit dem Bus nochmal irgendwo hin möchte oder sonst irgendwie Geld braucht, Ausweispapiere, Bankkarte, hat es hier nochmal so ein kleines Fach extra. Und hinter dem Ganzen hier drin ist auch die Möglichkeit, den Trinksack mit zu verstauen. Hier an der Seite hat es dann die Durchführung, um das Ganze nach außen zu führen, damit ihr den Trinkschlauch auch immer zur Verfügung habt. Nebenbei hier links und rechts noch kleine Taschen für Dinge, die man sonst schön mal so brauchen würde. Und für euer Handy und Dinge, die sonst schnell verfügbar sein müssen, wie so eine kleine Kaliumtablette zum Beispiel, habt ihr hier nochmal so ein kleines Täschchen. Aber das ist wirklich so klein, da passt ein Telefon in der Größe S10, so wie ich es habe, gerade noch so rein. Ich denke, die größeren S20,
iPhone, was auch immer, wird schwierig werden. Nachdem wir den Rucksack jetzt haben, mal das, was dann in den Rucksack mit rein muss. Einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch einfach eine Flasche zu trinken mitnehmt. Ja, ich habe hier also jetzt als Beispiel einfach mal eine Apfelschorle hingestellt. Üblicherweise nehme ich mir einen halben Liter Cola extra mal noch mit. Gibt es zwar auch an den Verpflegungsstationen, aber manchmal habe ich zwischendurch da Lust drauf. Und dann möchte ich die jetzt haben. Also habe ich immer eine Flasche dabei. Ist halt ein halbes Kilo, was man extra mitträgt. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr das so wollt. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, regelmäßig zu trinken. Im Winter nicht ganz so tragisch, da schwitzt man nicht ganz so doll, da ist auch das Gefühl, Durst zu haben, nicht ganz so stark. Aber umso wärmer es wird und umso mehr ihr euch anstrengt, umso mehr Höhenmeter zum Beispiel zu laufen sind, umso länger die Strecke ist, umso mehr Flüssigkeitsbedarf hat euer Körper. Im Schnitt sagt man so, etwa 1 Liter auf 10 Kilometer sollten getrunken werden. In dieses System hier, das ist von Camelback, da passen etwa ein bisschen mehr, vielleicht 2,5 Liter rein. Damit kommt man auf jeden Fall mal eine Distanz, wenn man wirklich es sich diszipliniert ans Trinken hält, kommt man die 20 Kilometer auf jeden Fall mit hin. Ich bin da leider oft nicht so diszipliniert, aber es rächt sich, wenn man das längere Zeit macht und nicht ausreichend trinkt. Wenn man in einen Mangel hineinkommt, egal ob das Flüssigkeit ist und der Kreislauf nicht mehr mitmacht, oder nährstofftechnisch mal zu sehr ausgelaugt ist, dann wird es schwierig und das kann ganz oft auch dann zu einem Abbruch des Marsches führen. Also trinken, das ist das A und O, 1 Liter auf 10 Kilometer, das muss, auch wenn ich es manchmal selber nicht schaffe. So, dieses Trinksystem, das kommt in den Rucksack normalerweise hinein. Ich trage es immer am Rücken in dieser Tasche, die ich euch gerade gezeigt habe. Natürlich ist das Problem, wenn es warm ist, der Rücken ist warm, das wärmt sich auf und nur das, was hier im Schlauch drin ist, ist dann noch so ein bisschen kühl. Das mag nicht jeder. Wenn man das nicht möchte, dass das so warm wird, dann würde sich zum Beispiel hier vom Rucksack auch die Außenbewänderung anbieten oder dass man es an die Außenseite des Rucksacks legt. Damit wäre diese Wärme vielleicht nicht ganz so blöd. So, wichtig ist, dass das Ding dicht zu ist, dafür hat es diesen Drehverschluss, leicht zu öffnen, leicht einzuführen. Ihr habt es hier gesehen, das ist eine große Öffnung, also auch mit diesen großen Kübeln, die man bei diesen Läufen immer zur Verfügung hat, kann man hervorragend einfüllen. Die Mundstücke sind unterschiedlich, ich mag das hier einfach zusammenzudrücken und zu ziehen. Und dann hat es normalerweise hier draußen noch ein Verschlussventil dran. Denn wenn man das jetzt einfach zusammenquetschen würde, wenn es offen ist, dann kann natürlich Flüssigkeit auch auslaufen. Ich habe da schon mehrmals Talent mit gehabt, indem ich den Rucksack irgendwo abgestellt habe und das Mundstück unterm Rucksack war. Der Rucksack hat auf das Mundstück gedrückt und mir ist einfach das Wasser ausgelaufen und der Rucksack ist nass geworden. Macht super Spaß, mit einem nassen Rucksack auf dem Rücken durch die Gegend zu laufen. Also von daher, Achtung, nutzt das Absperrventil, wenn notwendig. Dann an den Rucksack dran kommt mein, wo habe ich es versteckt, Navigationssystem. Ja, das ist das Garmin e-Trax 35. Reicht vollkommen aus zur Navigation, kann man wirklich schön eigentlich mit navigieren. Ich habe noch selten bis gar nicht das Problem gehabt, dass es die Strecke nicht so richtig gefunden hat. Manchmal braucht es aber ein bisschen, bis es die Strecke richtig findet. Was ein bisschen blöd ist bei dem, man kann nicht die Akkus direkt laden durch Anstecken eines Steckers, man kann diese nur wechseln. Heißt also, man muss jetzt jedes Mal, wenn das Gerät alle ist, das Ding abmachen, aufmachen, Batterien wechseln, wieder zumachen. Die Zeit dafür muss man sich dann halt dummerweise unter der Strecke mal nehmen. Im Sommer, wenn es warm ist, hält so eine 2 AA-Batterien, die da reinkommen, bestimmt gut 12 Stunden, wenn umso kälter, umso kürzer. Also es kann durchaus sein, wenn ich bei Minusgraden wandern gehe, nach 3 Stunden, 4 Stunden anzeigt, dass die Batterien dem Ende entgegengehen. Mit diesen Pieps hat man dann aber noch Zeit. Also es ist mir schon passiert, dass ich einfach weitergewandert bin, vergessen habe, dass da die Meldung kam und es war trotzdem noch ausreichend Saft, um die Strecke bis zu Hause aufzuzeichnen. Das Ding hat einen Touchscreen und kann einfach dann die Strecke anzeigen. Und so würde das Bild, falls ihr es erkennen könnt, dann aussehen. Manchmal hat es das Problem, wenn es die Satelliten nicht ausreichend schnell findet, dass die Genauigkeit nicht so ganz so gut ist. Aber das wird. Dieses wird dann hier am Rucksack eingehängt.
damit man das nicht die ganze Zeit in der Hand haben muss. Einfach hier, klack, ist es drin. Dann hat man das. Ich mache es meistens gar nicht so fest rein, weil man sonst hier unten wieder rausdrücken muss. Ich stecke das einfach nur so rein und habe es dann auch ganz schnell wieder in der Hand. Und damit es mir nicht abhanden kommt, runterfällt, kaputt geht, binde ich das immer an einer solchen Schnur, an diesem kleinen Haken hier hinten fest. Alternativ für so ein Navigationssystem, weil das kostet ja auch ein paar Euro. Ich glaube, weiß gar nicht, das kleine Garmin hier hat, glaube ich, irgendwie 150 Euro oder sowas gekostet. Also sprich, auch wer von euch anfängt, da reicht auch das ganz normale Telefon. Da zum Beispiel navigiere ich Strecken, die ich nicht besonders gut kenne, über Komoot. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ja. Und wenn man jetzt die Navigation anmachen würde, dann, ja gut, das macht natürlich keinen Sinn, weil der Megamarsch Nürnberg hier von der Strecke, der ist natürlich jetzt so weit weg zum Navigieren. Ansonsten würde man, wie ihr das von Navigationsgeräten kennt, auch in die entsprechende Ansicht kommen. Das Gerät kann mit dir sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Grundfassung möglich ist oder ob man dazu die Premium-Version kaufen muss. Das ist so ein Einmalbetrag von 30 Euro oder sowas. Und dann werdet ihr auch sprachnavigiert. Also nächste Möglichkeit, links abbiegen, rechts abbiegen. Ihr habt das manchmal in meinen Videos schon gehört, wenn ich diese Navigation nebenbei zu laufen hatte. Problem bei Handy-Navigation ist natürlich, das braucht eine ganze Menge Strom. Je nachdem, wie lange ihr lauft, kann es also sein, dass euer Handy-Akku nicht so lange durchhält. Also ganz klar, ihr braucht nach Möglichkeit eine Powerbank, die ihr mitnehmt. Und am besten eine, wo das Kabel dazu lang genug ist, um das Handy trotzdem nutzen zu können. Diese Powerbank hier, die ist von RevPower. Die hat 22.000 mAh. Das Ding ist nicht ganz leicht, aber es reicht, um während der Strecke mein Handy und auch die Kamera mit Saft zu versorgen. Vier Balken hat das Ding normalerweise, immer so 25% Abschnitte. Damit habe ich jetzt über 5 Tage mein Handy geladen und ist immer noch die Hälfte drauf. Ne? Also das gute Stück kommt auch bei jeder längeren Wanderung mit. Was auf jeden Fall auch immer wichtig ist, ein Messer. Da nehme ich einfach so ein kleines Schweizer Taschenmesser, womit man notfalls sich mal irgendwas schneiden kann oder eine Binde durchschneiden kann oder was auch immer, was man gerade eben notfalls dabei hat und braucht. Oder falls man mal irgendwo vorbeikommt, wo es gerade eine Flasche Wein am Weiges rein gibt, dass man die auch aufkriegt. Ja. Dann, ihr kennt das von meinen Wanderungen und ich höre es auch immer wieder bei anderen, eine Packung Taschentücher. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn auf der Strecke durch die kalte Luft oder was einem ständig die Nase läuft. Das ist so nervig. Also Packung Taschentücher einpacken. Und auch wenn das in so Videos immer ungern angesprochen wird, was ist denn, wenn es euch wirklich mal erwischt zwischen zwei Punkten von 20 Kilometern, ihr müsst dringend auf Toilette, was dann hintern irgendwie ja auch wieder sauber kriegen. Da nehme ich üblicherweise zusätzlich immer noch so ein paar Umrollenlagen von Toilettenpapier mit. Wichtig. Da ich ja dem Rauchen immer noch verfallen bin, aber die Umwelt nicht verschmutzen möchte, wenn ich denn zwischendurch mir doch mal eine außerhalb der Versorgungspunkte anzünden sollte, habe ich immer so einen kleinen Taschenaschenbecher dabei, damit ich alles, was ich an Müll produziere durchs Rauchen, das auch wieder mitnehme. Sauberkeit der Umwelt, wir wollen sie ja gerne noch lange haben. Klar, Portemonnaie nehme ich meistens gar nicht ganz mit. Ich nehme mir die Karte raus, einen Geldschein raus, was ich halt notfalls vielleicht brauchen würde. Und das ganze Restliche nehme ich gar nicht mit. Ist wieder nur unnötiges Gewicht, aber ihr braucht auf jeden Fall ein Geld. Denn spätestens, wenn ihr irgendwo zwischendurch aussteigen müsst oder vom Zielort nicht abgeholt werden könnt, müsst ihr ja irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder irgendwie zurückkommen. Und solche Sachen wie Personalausweis, Krankenkassenkarte, vielleicht auch eine Geldkarte, solltet ihr immer dabei haben, auch falls ihr zwischendurch mal nicht weiterkommt, abgeholt werden müsst, vom Rettungsdienst geholt werden müsst, was auch immer. Das sind so die grundlegendsten Dinge, die solltet ihr immer dabei haben. So blöd kann man manchmal gar nicht denken. Telefon hatten wir schon. Dann nehme ich auch nicht in dieser Großpackung mit, sondern immer nur so einen kleinen Schnipsel davon, so viel wie ich denke, was ich brauchen werde auf einer Wanderung, und zwar Magnesium und Kalium. Dadurch, dass ihr euch anstrengt, dass ihr schwitzt, verliert ihr ja nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte. Und eure Muskulatur verbraucht sie zum Teil auch. Dementsprechend
ist es wichtig, Kalium und Magnesium dabei zu haben, damit ihr weiterhin leistungsfähig bleibt, die Muskeln nicht verkrampfen und auch die Herzreizleitung gut funktioniert. Kalium ist da ein enorm wichtiger Faktor, der dafür zuständig ist, dass euer Herzschlag regelmäßig funktioniert, auch unter Belastung. Aufpassen, zu viel nehmen ist auch nicht gut. Bei Magnesium insbesondere ist es bei empfindlichen Menschen so, da sagt man so 400 Milligramm am Tag eigentlich bei normaler Belastung. Das kann ein Vielfaches sein während einer 24-Stunden-Wanderung. Genaue Äußerungen, wie viel mehr, kann man gar nicht dazu treffen und möchte ich hier auch gar nicht, denn das könnte ja wieder auf mich zurückfallen. Das müsst ihr für euch selber rausfinden. Klar ist, wenn man zu viel Magnesium zu sich nimmt oder da vielleicht auch ein bisschen empfindlich ist, kann das auch zu Durchfall führen. Also seid vorsichtig, nicht, dass ihr mit Flitzekacke die schnellste Rundenzeit des Megamarsch oder Mammutmarsch läuft. Und zu viel Kalium, ist klar, wenn zu wenig Herzrhythmusstörungen auslösen kann, kann das zu viel natürlich auch. Also aufpassen. Ja. So, dann haben wir das Ganze in Magnesium auch nochmal in Form von Brausetabletten, weil manchmal irgendwann hat man genug von dem Wasser, da mag man das nicht. Das Einzige, was es sonst außer Cola bei den Märschen gibt, ist Eistee und ich hasse Eistee, weil geht gar nicht. Dementsprechend ist es mir lieber, wenn ich mir dann so eine Brausetablette in meinem Wasser auflöse und ein bisschen anderen Geschmack drin habe, das hilft. So. Für eure Füße gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der eine nimmt Vaseline, der andere nimmt gar nichts, andere nehmen zum Beispiel Hirschtalgcreme. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ich habe das probiert, habe aber trotzdem Blasen gekriegt. Aber ich glaube, das lag eher an meinen Schuhen, die ich da entsprechend vorher hatte. Ja, auch da müsst ihr euch einfach selber ausprobieren. Also ich habe es mal gekauft, ich habe es mal ausprobiert, bin aber auch ohne gelaufen. Es hat keinen wirklichen Unterschied bei mir gemacht. Wer weiß. Wenn ihr da Erfahrungen habt, ab in die Kommentare. Im Sommer, wenn ihr unterwegs seid, auch durch ja, Natur, an Bächen und Seen entlang, kann es hilfreich sein, einen Schutz dabei zu haben gegen stechendes Viehzeug. Sonst könnt ihr nämlich ziemlich zügig laufen. Viele der Märsche, die kürzer sind, 30 Kilometer, 50 Kilometer, 55, 60 Kilometer, finden hauptsächlich im Hellen statt. Und dann kommt es aber auch wieder darauf an, um welche Jahreszeit und wie zügig wollt und könnt ihr sein. Das Risiko, dass ihr in die Nacht kommt, ist da und dadurch, dass die Strecke durch die Natur geht, kann es gut sein, dass ihr auch einen Teil im Dunkeln laufen werdet. Wer von euch vorhat, die 100 Kilometer zu laufen, wird definitiv im Dunkeln laufen. Denn ein ja, Teil der Strecke wird auf jeden Fall über Nacht stattfinden, von dunkel werden bis Tag. Als wir im September den Megamarsch in Stuttgart gelaufen sind, war irgendwann gegen 21 Uhr es dunkel und erst gegen 7 Uhr wieder hell. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, sind wir die Strecke etwa von Kilometer 35 bis Kilometer 84 im Dunkeln gelaufen. Dazu hilft eine Stirnlampe. Wir haben hier uns entschieden für das Modell von LED-Lenser, die eine wirklich tolle Lichtausbeute haben. Ich muss das Ding nur erstmal laden, ich habe noch im Moment gar keinen Strom drauf. Ihr seht aber hier, da kann man die Höhe einstellen, dass man also nach unten oder nach vorne steuert. Und man kann hier noch den Lichtkegel einstellen als Strahl oder auch eher so gestreutes Licht, je nachdem wie viel ihr erkennen müsst auf eurer Strecke, weil manche Abschnitte im Dunkeln, die wir gelaufen sind, eben auch auf Waldstücken waren mit entsprechenden ja, Ästen und Unebenheiten, da ist gut, wenn man gut sieht. Dazu ein entsprechendes breites Band und hier hinten das Akkupack. Das hält ewig mit der LED-Leuchte von. Also ich bin die ganze Nacht damit gelaufen, wir haben die Lampe lange nicht leer gekriegt. Dazu hat es hier hinten eine Möglichkeit, durch Druck ein Rücklicht sozusagen zu haben. Wenn ihr teilweise an der Straße lauft oder irgendwo an einem Waldfeldweg, wo auch was anderes langkommen könnte, sieht man euch so also auch von hinten. Dieses hier lässt sich auch drehen. Das hilft dabei, diese vordere Lampe stufenlos einzustellen von der Lichtintensität. Ihr könnt also entweder über den Druck des Knopfes hier nicht nur an ausmachen, sondern verschiedene Leuchtstufen, die voreingestellt sind, könnt aber auch stufenlos durch das Drehen hier hinten regeln.
Ihr könnt natürlich auch eine ganz einfache Stirnlampe vom Decathlon zum Beispiel nehmen für 5 Euro. Das reicht sicherlich auch. Aber allein der Tragekomfort mit diesem Moosgummi hier vorne dran und dieser Vertiefung, sodass also die Auflagefläche auch nicht ganz so groß ist, das macht schon vom Tragekomfort was aus. Und ihr habt das Ding im dümmsten Falle 10 Stunden auf dem Kopf. Also von daher achtet auch dort auf entsprechende Qualität und gebt nicht zu wenig aus. Im Zweifelsfall, wenn es aber eben nur die 5 Euro Leuchte sein soll, die würde natürlich auch Licht machen. Ja, funktioniert genauso. Blasen können nun mal passieren. Von daher habe ich immer so ein paar Blasenpflaster einstecken, die dann im Notfall drauf kommen. So, weiter geht's. Dadurch, dass ihr bei den 50 Kilometer Märschen sowie bei den 100 Kilometer Märschen eigentlich immer in regelmäßigen Abständen dazwischen Versorgungspunkte habt, braucht ihr an Essen sonst nicht großartig was mitzunehmen. Ich habe deswegen wirklich nur eine Notfall-Neapolitaner-Waffel und vielleicht noch so eine Proteinwaffel dabei. Das ist ganz leicht. Das sind insgesamt vielleicht 100 Gramm oder so. Und selbst das bräuchte man eigentlich nicht unbedingt. Also mit Essen und Nachsorge für Getränke und so weiter seid ihr bestens auf den Märschen versorgt. Die Auswahl ist hervorragend für alle, egal ob Veganer oder Fleischesser. Ihr findet auf jeden Fall etwas zum Sattwerden und auch passend auf das, was ihr braucht, von langkettigen Kohlenhydraten bis hin zu einkettigen. Da gehen wir aber nochmal gesondert dann in einem weiteren Video drauf ein, wenn ich wieder am Wandern bin. Worauf sollte man denn bei der Ernährung achten, damit die entsprechende Menge Energie rechtzeitig bereitgestellt wird? Und was hilft euch dann vielleicht auf den letzten Kilometern, wenn die Energiereserven schon ziemlich erschöpft sein sollten? Zur Kleidung. Das Wichtigste sind eure Füße. Für die Füße gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich ganz normale Socken anziehen, machen manche auch, stellen dann aber fest, huiuiui, Blasen sind dann doch ganz schnell gelaufen. Denn was passiert, wenn ihr am Laufen seid in euren Schuhen? Ihr schwitzt, es ist warm und wenn ihr nur eine normale Lage Socken habt und die Haut reibt sozusagen an der Sockenschicht, dann ist Reibung, Wärme und Feuchtigkeit genau das, was dann die Blase relativ zügig verursachen wird. Diese Blasen tun weh, irgendwann können die natürlich auch aufgehen, das tut richtig weh. Und wenn ihr dann mental nicht stark genug seid, ist das der Zeitpunkt, wo ihr den Marsch aufgeben werdet. Das wollen wir verhindern, wir wollen, dass ihr ins Ziel kommt. Also, was können wir tun? Wir können zum Beispiel hier eine bestimmte Socke nehmen. Das hier sind Ride Socks. Mit der Marke arbeiten auch manche Marschveranstalter zusammen. Die sind zweilagig. Das heißt, ihr habt hier eine Außenschicht und eine Innenschicht. Die sind getrennt voneinander. Die Innen ist ein bisschen dünner und die oben ist ein bisschen dicker, hat ein bisschen Grip, ist so ein bisschen unterteilt. Heißt, ihr nehmt diese Reibung von eurer Haut weg und die Reibung findet jetzt hier zwischen Innen- und Außenlage statt. Damit habt ihr schon mal eine Chance weniger oder erst später Blasen zu bekommen. Wirkt auch nicht immer, hilft nicht immer, ist nicht das Allheilmittel, aber es kann dabei unterstützen. Ich schwöre drauf, ich laufe seit Anbeginn nur mit solchen Socken. Eine Alternative für Leute, die das nicht wollen oder brauchen, da gibt es hier noch so richtig Wandersocken. Ihr merkt schon, die sind ein bisschen dicker, die sind auch nur einlagig. Dafür aber von innen so ein bisschen angeraut und die haben oder sind vollständig neben so ein bisschen Synthetik aus Merino-Wolle. Leitet die Feuchtigkeit hervorragend ab und sorgt dafür, dass die Füße nach Möglichkeit trocken bleiben. Kann auch helfen. Nutze ich aber eher so für Kurzstrecken oder wenn ich zu Hause gemütlich auf dem Sofa hocke als Faulenzsocke, ist bei mir bei den Märschen eigentlich nicht unbedingt mit drin. Dann seht ihr hier so einen Stapel, das heißt, wir haben hier drei verschiedene Paar Socken. Allein an den beiden erkennt ihr schon, die sind von der Dicke her nochmal ein bisschen unterschiedlich. Die sind ein bisschen dicker, die sind ein bisschen dünner, also eher so, naja, Winter, Frühling, Herbst, Sommer. Nutzt ruhig mehrere von diesen Socken. Zieht die nicht frisch an und wascht die nicht direkt vor eurem Lauf. Also guckt, dass ihr die, bevor ihr in so einen Marsch geht, schon mal getragen habt. Ist nicht super lecker, klar, in benutzte Socken reinzusteigen, aber es gibt durchaus Menschen, die auf diese Reste und Rückstände von Waschmitteln mit der Haut so reagieren, dass man sich auch hier wieder vermehrt Blasen läuft. Also einmal anziehen,
Strecke damit laufen und dann auf den Marsch tragen, ungewaschen. Schwöre ich drauf. Dann, wenn wir schon bei Socken waren, dann machen wir doch gleich mal mit Unterwäsche weiter. Es gibt Menschen, die haben da überhaupt kein Problem mit. Ich gehöre leider nicht zu denen. Ich laufe mir regelmäßig gern einen Wolf. Ihr wisst, was das ist. Haut an Haut, reibt aneinander. Und dadurch entzündet sich die Haut. Sehr unangenehm, sehr schmerzhaft, kann auch wieder zum Abbruch führen. Und vor allem macht es Wandern einfach keinen Spaß mehr. Soll ja nicht so sein. Also habe ich ewig lange nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich das hinkriege. Denn diesen Wolf habe ich mir nicht zwischen den Gesäßhälften gelaufen, sondern immer an den Oberschenkeln. Wahrscheinlich bin ich irgendwie komisch gebaut, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine Art Unterhose gefunden, die wie so eine Art Kompressionsunterhose ist. Wenn ich die anziehe, dann komprimiert das nämlich genau in dem Part so gut, dass meine Oberschenkel nicht mehr aneinander reiben. Wenn ihr dazu noch mit Bepanthen, Wund- und Heilsalbe prophylaktisch arbeitet, auch für die Gesäßhälften zum Beispiel, wenn ihr da Probleme habt, dann habt ihr eine sehr gute Chance, ohne Wunde, Hautareale durch diesen Marsch zu kommen. Muss man sich ein bisschen vorbereiten, gucken, was kann man tun, damit das alles gut läuft. Wer keine Probleme damit hat, herzlichen Glückwunsch. Ich beneide euch, ich habe es nicht. Also ich muss nach Alternativen, nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Und diese Unterhose, die ich euch, wenn ich den Link dazu finde, auch in der Beschreibung verlinken werde, damit ihr euch das angucken könnt. Zusätzlich zu einer Bepanthen-Wund- und Heilsalbe hervorragend läuft. Ich bin nicht der Mensch von langen Hosen, habt ihr in einem meiner Videos auch schon gesehen, dieses Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch, das kann ich gar nicht und ich mag das auch nicht, wenn die so sippbar sind, also wenn da so Reißverschluss dran ist zum Kurzmachen der Hose, geht nicht bei mir. Ich trage also Tights. Ich habe diese in den Wintern an als lang. Also wirklich von minus 10 Grad bis plus 10 Grad ist das für mich vollkommen in Ordnung. Mehr brauche ich da nicht. Die sind ja ganz normal, so wie man sie kennt hier, ne, vom was weiß ich, Fahrradfahren, vom Jogging, was auch immer. Auch die habe ich vom Decathlon und die sind so leicht angeraut hier. Das hält dann ein Stück weit ausreichend die Wärme und da ich ja in Bewegung bin, reicht mir das normalerweise auch. Je nachdem, wie das Wetter vorausgesagt ist, kann ich sein, dass ich für die Nachtrunde mir eine solche Hose einpacke, um die nachts anziehen zu können. Im September beim Stuttgarter Marsch habe ich kurze Hose getragen, da hatten wir nachts irgendwie so knapp unter 10 Grad. Da hat mir meine kurze Hose auch gereicht. Darüber, weil nur in Tights, naja, das sieht dann aus wie Helden in Strumpfhosen, das muss ja auch nicht sein, wollte ich euch nicht antun, gibt es dann einfach noch eine kleine Hose oben drüber. Ich bin aber so ein Kandidat, ich habe so ein bisschen Bauch, ne, wie es halt so ist. Ne? Manche Stellen sind halt leider so. Und mir reicht das manchmal nicht mit dem Knopf an der Hose. Also ich habe hier drüben noch eine zu liegen. Moment. So, das ist also auch eine der Hosen, die ich so manchmal anziehe. Ja. Aber ihr kennt das, ja, das ist nur so ein angenähter Knopf. Und den schaffe ich regelmäßig zu sprengen. Nichts wäre blöder, als wenn nachher die Hose nicht mehr hält. Wie wollt ihr dann weiter wandern? Die ganze Zeit festhalten oder was? Also habe ich auch da wieder nach Lösungen gesucht und eine gefunden, auch wieder beim Decathlon. Und zwar ist das wirklich so eine ganz leichte, dünne Hose mit so ein bisschen Stretch, auch fürs Wandern gedacht und eben in kurz. Das, was hier ein bisschen besser gemacht ist, ist einmal ein Druckknopf, der geht natürlich nicht so schnell kaputt. Und wenn ihr guckt und hört, da ist noch ein Klettverschluss sogar mit dazwischen, ja, dass also der Knopf auch nicht einfach aufgehen kann, sondern zusätzlich durch diesen Klett gehalten wird. Und ich habe sogar noch über diesen Gürtel hier die Möglichkeit, das zuzumachen und somit zusätzlich zu sichern. Der Vorteil bei diesem kleinen Bändchengürtel hier ist, im Vergleich zu euren Ledergürteln, der ist nicht so breit. Wenn ihr nämlich dann am Wandern seid und der Gürtel rutscht hier so ein bisschen hoch, und schabt dann ständig an eurer Haut. Es gibt irgendwann auch da nichts Schlimmeres. Auch das wird wund und tut weh. Also keine Ledergürtel nach Möglichkeit, sondern so dünne, die auf jeden Fall hier drüber bleiben und da auch nicht wirklich verrutschen. Wenn ihr keinen Gürtel braucht, umso besser. Damit wäre Unterhose, Tight und Hose auch geklärt neben den Strümpfen. Was ziehen wir jetzt obenrum an? Möglichst so, dass ihr nicht nass schwitzt. Denn klar, das meiste, was an Schwitzen passiert, findet nun mal am Oberkörper statt. Also atmungsaktives Material und
möglichst Material, was schnell abdampfen und abtrocknen kann. In wärmeren Jahreszeiten kommt mir da einfach so ein kleines Funktionsshirt her. Und wie ihr hier schon seht, das geht den ganzen Rücken so lang. Hier ist ein fast durchsichtiges Mesh drin. Genau an der Stelle, wo also auch euer Rucksack seine Belüftungsfläche hat. Das hilft euch also dabei. Und wie sehr da am Ende, ich muss mal gucken hier, also das ist so zwischen den Schulterblättern, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, ja, da ist also durchaus, seht ihr, der Streifen auch schon ein Stück weit abgerieben, allein durch das, was der Rucksack da manchmal macht. Ne? Wenn es ein bisschen kälter ist, dann lasse ich das weg und nehme direkt auf die Haut diese etwas wärmeren Varianten. Ne? Auch wieder Decathlon als Ausstatter, kann man fast schon sagen. Ja, auch das ein bisschen ältere Modell hier ist eigentlich eher so aus dem Radbereich und hat auch hier wieder so eine leicht angeraute Fläche. Das reicht dann mit vielleicht noch einem Jäckchen drüber ganz gut aus, um hier sicherzustellen, dass man nicht auskühlt. Denn das ist das Wichtigste neben dem, dass man nicht zu sehr schwitzt. Auskühlen soll auch nicht passieren. Damit die Ärmel nicht großartig verrutschen, hat es hier nochmal so ein Daumenlöchle, damit da auch dann bis auf die Hände geschützt ist. Das neuere Modell dazu ist dieses hier. Auch das ist ähnlich gebaut, wieder so ein bisschen angeraut für diese Temperaturen von minus 10 bis plus 10 Grad. Und auch hier wieder nur mit diesen Daumenschlaufen. Es gibt die mittlerweile, das finde ich ganz schlimm, auch mit Löchern in den Armen für diese Tracking-Uhren. Da ich überhaupt kein Uhrentyp bin, ist das für mich einfach nur störend. Also das kann und mag ich gar nicht so richtig anziehen. Das ist total, total, total. So. Zu guter Letzt, für die wärmeren Tage, wo man tagsüber bei so einer Wanderung mit einem T-Shirt gut auskommt, aber es zur Nacht vielleicht so frisch wird, dass das zu kalt wird, braucht ihr natürlich auch noch irgendeine wärmere Jacke. Da nehme ich üblicherweise meine Trainingsjacke hier, ne, von Jakko. Die auch von innen wieder so ein bisschen angeraut, aber nicht zu dick ist, sehr gut atmungsaktiv. Dazu von der Farbgebung, gerade bei der Nacht, ein bisschen reflektierend. Ne? Ihr seht das auch hier entsprechend an den weißen Streifen. Denn irgendwie, wenn ihr an der Straße langlauft, des Nachts oder durch den Ort, sollt ihr ja auch ein Stück weit erkennbar sein, dass ihr nicht über den Haufen gefahren werdet. Für die kältere Jahreszeit habe ich euch jetzt hier noch meine Jacke hergeholt, die ich auch bei deutlichen Minustemperaturen anziehe. Also in den Winterwanderungen seht ihr mich damit. Diese Jacke hier von Regatta Outdoors, Great Outdoors, ist, das habe ich ja schon mal gelobt in dem Video, wahnsinnig gut abdampfend. Also Feuchtigkeit vom Wandern, vom Schwitzen her geht hervorragend von innen nach außen durch die Jacke durch. Und sie ist aber von außen auch sehr gut wasserdicht, also da kommt kein Tropfen durch. Die Jacke ist zweiteilig. Ihr seht, hier drin ist ein Futter. Dieses Futter, wenn ich den richtigen Anfang hier finde, da ist der Reißverschluss. Kann man aber auch entsprechend rausmachen und selber separat als kleine Jacke tragen. Auch damit habt ihr mich schon gesehen. Und dann bleibt nur diese dünne atmungsaktive Schicht und ein Mesh übrig, die dann dafür sorgt, dass ihr trotzdem wettergeschützt seid. In kalten Jahreszeiten entweder diese oder bei sehr kalten Zeiten beide zusammen. Und in den warmen Jahreszeiten werde ich diese Jacke, die ist dann auch wirklich ganz dünn und lässt sich ganz klein zusammenfalten, mitnehmen als Wetterschutz vor Regen. Denn nichts ist tragischer, als wenn ihr durch einen Regenschauer kommt und komplett nass werdet. Das ist schon schlimm genug, wenn das bei den Schuhen und den Socken so ist, weil nass und ja, ihr erinnert euch. Sondern auch natürlich euer Körper. Das heißt, nicht umsonst sind hier manchmal zwei Kleideteile, eins zum Anziehen und dann eventuell noch eins zum Mitnehmen. Ein Ersatz-T-Shirt und ein bis zwei Paar Ersatz-Socken nehme ich auf eine Wanderung immer mit und die Regenjacke. Und dann eben, wie gesagt, eventuell noch eine dünne Jacke für entsprechende kühlere Temperaturen des Nachts. Wenn der Wetterbericht hundertprozentig sagt, es wird nicht regnen, dann könnt ihr auf so eine Wetterjacke auch verzichten. Ist dann wieder nur Gewicht, was ihr mittragt die ganze Zeit, ohne dass es notwendig ist. Wenn ich manchmal sehe,
mit was für riesen Rucksäcken die Leute auf eine 50-Kilometer-Wanderung gehen. Da frage ich mich ernsthaft, ob sie sich da selber quälen wollen oder nicht. Ihr braucht, auch wenn das jetzt hier viel aussieht, für so eine 50-Kilometer-Wanderung eigentlich relativ wenig. Da würde sogar eigentlich bei der Entfernung der Versorgungspunkte es euch ausreichen, wenn ihr einen kleinen Trinkrucksack mitnehmt, wo sonst eigentlich nichts großartig reinpasst, außer ein bisschen was Wärmendes an Kleidung vielleicht. Für lange 100-Kilometer-Wanderungen macht es manchmal schon mehr Sinn, auch Wechselkleidung mitzunehmen. Aber wie gesagt, für die Versorgung vor Ort ist bestens gesorgt. Also da braucht ihr euch echt überhaupt keine Sorgen machen. So, zu guter Letzt Schuhe. Ein Thema für sich eigentlich, denn es gibt Leute, die wandern mit hohen Wanderschuhen, mit halbhohen Wanderschuhen, mit Trekking-Schuhen. Und dann gibt es so Leute wie mich, die laufen einfach mit Laufschuhen, mit leichten Laufschuhen. Da gibt es unterschiedliche Hersteller, manche laufen mit Essex, die finde ich aber zu schwer, weil die mit der Geleinlage vom Gewicht her nicht so gut sind. Adidas sehe ich auch relativ viel, die dann teilweise wirklich nur die Schaumsohle haben und wirklich sehr leicht sind. Das kann helfen, aber natürlich auch wenig Unterstützung, Umknickgefahren vielleicht nochmal ein bisschen größer. Und dann gibt es noch so zwei Hersteller, die man relativ häufig sieht. Das ist einmal Hoka und Brooks. Ich habe Hoka ausprobiert, da finde ich die Sohle aber viel zu hoch. Die sind sicherlich sehr gut gedämpft, aber ich kann damit nicht gut umgehen vom Laufen her. Deswegen habe ich mich für die Brooks entschieden und laufe eigentlich seither nur mit den Brooks. Schuhpaar 2020, 2021 und jetzt seit 2022. Also wie man sieht, die sind noch gut in Mitleidenschaft gezogen und wandern heißt auch schmutzig werden. Die ersten Schuhe hier, man sieht, also die sind schon ziemlich unterwegs. Das ist ja gut, ich meine, es gibt Leute, da sehen die Schuhe noch ganz anders aus, aber ihr seht hier zum Beispiel, das Profil ist schon ziemlich runter, die sind schon ganz gut abgelaufen. Man kann so sagen, normalerweise die Dämpfung eines Sportschuhs ist nach 700 bis 1000 Kilometern im Eimer. Man kann die Schuhe von der Sohle her sicher noch länger anziehen. Es gibt Leute, die tragen die 2 oder 3000 Kilometer, bis wirklich die Sohle komplett abgewandert ist. Und auch hier, man kann immer ganz gut erkennen, ihr seht, ich habe hier einen guten Abrieb auf dem Ballen. Also da trete ich mich immer ganz gut ab. Andere Leute, die machen gut die Schritte nach vorne, da sieht man dann eher an der Ferse, dass da das Profil ordentlich weg ist. Ich habe mir bei denen hier, das sind die Adrenalin von Brooks, regelmäßig Blasen gelaufen. Beim ersten weniger, beim zweiten ganz schlimm. Also selbst auf kürzesten Strecken habe ich schon nach 20 Kilometern die ersten Blasen gehabt. Und die hatte ich auf den 100 Kilometern an. Ganz, ganz, ganz übel. Also was ich da an Blasen hatte, wollt ihr nicht wissen und nicht sehen. Das Problem ist, ihr müsst diese Schuhe natürlich anprobieren. Dazu geht ihr natürlich in so ein schönes Sportfachgeschäft und lauft damit mal 5 Meter. Da könnt ihr aber nicht feststellen, wie sich das auf Langstrecke macht. Also findet ihr erst später vielleicht Stellen raus, wo das nicht so gut ist. So ein Schuh kostet zwischen 120 und 150 Euro. Da sollte man sich also schon sicher sein, weil die kauft man halt nicht alle Nase lang nochmal neu, weil irgendeine Ecke nicht passt. Ich habe festgestellt, die Adrenalin, die haben ein Support-System drin. Also damit das Sprunggelenk möglichst gut gerade steht und möglichst gut unterstützt ist, sind die Sohlen, ich weiß nicht, ob man das hier so drin erkennen kann, da, wenn ich das ein bisschen dichter mache, die sind hier so gerundet, die gehen hier so hoch. Das ist für meinen Fuß total blöd. Ich vermute, dass aufgrund dieser Neigung der Sohle ich mir die Blasen an den Fersen laufe. Denn, wenn wir uns jetzt den Schuh angucken, der wirklich hervorragend aussieht, ja, so sieht ein Schuh aus, wenn man ihn vernünftig im Winter bewandert, hier ist das nicht ganz so. Das ist mehr ausgeformt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Natürlich muss man dazu sagen, die Sohlen, die hier in solchen Schuhen verbaut werden, auch in den hochwertigeren Schuhen, sind einfache Einlegesohlen. Wenn ihr das Geld in die Hand nehmen wollt, da kriegt man auch normalerweise einen Zuschuss von der Krankenkasse, lasst euch Sohlen von eurem Orthopäden des Vertrauens anfertigen. Da habt ihr für den Schuh dann diese entsprechende Sohle, also sprich die Einlegesohle, die genau auf euren Fuß abgestimmt ist und die könnt ihr ja, wenn ihr einen neuen Schuh kauft, immer wieder rausmachen und in den nächsten Schuh einlegen. Ich bin bisher ohne ganz gut klargekommen, aber werde mir das auch überlegen, ob ich das nicht mal in Angriff nehme. Ob ihr euch jetzt für einen Laufschuh entscheidet oder für einen Wanderschuh oder irgendwas dazwischen, vollkommen euch überlassen, probiert es aus, geht einfach mal raus mit dem Schuh eurer Wahl und macht mal ein paar Kilometer und dann habt ihr schon ungefähr ein Gefühl dafür,
wie das funktioniert. Ein Rat bei einer solchen Extremwanderung: die Schuhe bitte nicht das erste Mal anziehen. Also keine neuen Schuhe kaufen und dort das erste Mal ausprobieren. Das geht definitiv in die Hose. Das wird zu Blasen führen, zu Muskelkater und auch zu Krämpfen, weil ihr an die Schuhe noch nicht gewohnt seid. Tragt sie vorher, lauft sie ein und erst dann nutzt ihr sie für den Marsch. Welche Schuhe ihr benutzt, hängt auch damit zusammen, wie wichtig euch das Gewicht ist. Mir ist es wichtig, möglichst wenig Gewicht mit mir zu führen, und jedes Gramm, was ich 20 Millionen Mal über 24 Stunden heben muss, ist da ganz sicher ganz wichtig. Noch dazu, die Schuhe müssen richtig sitzen. Sie dürfen nicht zu klein sein. Sie dürfen hier nicht Probleme an euren Sprunggelenken machen. Also es darf hier nicht reiben. Und wie gesagt, ihr müsst auch darauf achten, wirklich jedes Mal den Schuh nachzujustieren. Die Größe eures Fußes verändert sich über die Wanderung. Ihr schnürt den Schuh zu Beginn der Wanderung und denkt, jo, passt. Dann lauft ihr ein paar Meter und stellt fest, da rutsche ich, da reibe ich, da drückt's. Dann anhalten. Sofort eine Möglichkeit suchen, den Schuh nachzujustieren. Das verzeiht der Fuß ganz schlecht, auch über kurze Distanzen, wenn man sagt, ah ja, die 2 Kilometer bis zum nächsten Versorgungspunkt, die machen wir jetzt noch so. Nein, macht ihr nicht, ihr haltet sofort an. Das Gleiche, was immer wieder passieren kann, gerade auf so Kieswegen, wenn ihr euch einen Stein in den Schuh lauft. Auch hier sofort anhalten, Schuh ausziehen, Stein auskippen, Schuh wieder anziehen, entsprechend fixieren, gut ist. Das sind so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man sich mit so einem Marsch befasst. Die Sachen, die ich jetzt hier gezeigt habe zum Großteil, sind mal abgesehen von den Schuhen nicht hochpreisig. Also gut, die Jacke, die Outdoor-Regatta-Jacke, die hat schon auch ganz gut was gekostet, aber ansonsten ist es wirklich so, ihr könnt das Wandern und auch so einen Marsch beginnen mit Ausrüstung, die jetzt nicht unbedingt profihaft ist. Das, was ihr hier seht, das hat sich so über 3 Jahre zusammengefunden und immer wieder durch Ausprobieren, durch Nachkaufen, durch Neumachen sich ergeben. Also man muss jetzt nicht x 100 Euro in die Hand nehmen, um sich erst auszustatten. Viele von euch haben einen Rucksack daheim, der auch so einen Bauchgurt hat. Ihr habt bestimmt auch irgendeine Art Sportschuh daheim, mit dem ihr schon gelaufen seid, der euch gemütlich am Fuß sitzt. Ihr habt sicherlich entsprechend ein T-Shirt oder eine entsprechende kurze Hose auch da. Auch da braucht man jetzt nicht wirklich wieder viel Geld dafür ausgeben. Ein Handy habt ihr in der Hand, die App ist dazu kostenlos, also da könnt ihr auf jeden Fall auch mit navigieren. Und eine Powerbank vielleicht noch oder entsprechend dann so ein paar Spezialsocken oder sowas. Ja, da gibt man vielleicht nochmal 3,50 Euro aus, aber das war's auch. Das ist das Schöne beim Wandern, man kann so langsam reinkommen, man kann auch ohne viel investieren zu müssen sich sportlich betätigen, man kommt raus und kann trotzdem wirklich gute Erfahrungen machen. Und das Schöne bei diesen Märschen ist ja, da sind alle genauso verrückt und da sehen wir alle in den verschiedensten Ausrüstungstypen. Es ist echt interessant und dann sich da auszutauschen und kommst du damit klar und wie ist denn das und so, ja, dann einfach mal sich so Erfahrungen zu sammeln im Gespräch beim Laufen, ist auch ganz toll. Also, damit, glaube ich, haben wir jetzt eigentlich alles durch. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn irgendwas unklar ist, ebenfalls. Und dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre ganz cool. Dann bin ich soweit raus für heute. Ich wünsche euch was. Also, ciao.